Willst du bei mir beim Bauen helfen oder was stehst du hier rum? Okay. Das Hühnchen da. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Dass sich viele immer wieder gewünscht haben, dass ich mal Minecraft spiele, dachte ich mir einfach, ey, ich weiß gar nicht, was ich in diesem Spiel machen soll. Das wird doch arschlangweilig. Man macht doch nichts außer bauen. Ich probiere es einfach mal. Wir switchen rüber und let's rock, habe ich gerade schon gesagt. Let's go. Neue Welt erstellen. Let's go. Ist eine Standardwelt. Okay. Ja, wir haben schon mal Kühe, wir haben Schweine, wir haben Schafe. Ganz cool. Wir haben Zuckerrohr schon. Okay, das kriege ich. Das dauert. Okay, das Zuckerrohr, das nehme ich gleich mal mit hier. Da oben ist schon ein Dorf oder so. Okay, dann nehme ich komplette Zuckerrohr mit. Hier sind. Da, ey, okay, da ist gleich Eisen, Alter. Das nehme ich mit. Sehr cool. Was ist das denn? Was ist das? Hier kann ich einfach Luft holen. Ey, das sind doch solche Steine hier, damit ich in die Unterwelt kann. Oh. Hier sind einfach Schafe in der Höhle. Was machen die denn hier? Ey, Alter. Hast du mich gerade als Sprungschanze benutzt? Oder besser gesagt als Polsterung? Ein bisschen das Dorf. Eieieiei. Die kann ich trotzdem mal mitnehmen. Ach, hier sind Kartoffeln und Karotten. Hier ist alles, hier ist Mischmasch drin, Alter. Hä? Habt ihr das gemischt oder was? Danke, das ist sehr nett von dir. Die Truhe nehme ich mir auch mal mit, ne? Ich leide mir bloß aus, die kriegst du auch nicht wieder. Gut. Ich habe jetzt einfach mal das Dorf leer gelootet. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr. Ja, tut mir ja leid. Genau, so. Und den Ofen tue ich auch mal hier hin. Dann kann ich das schon mal reintun. Dann kann ich schon mal das Eisen ein bisschen brennen. So, das Bett, das tue ich jetzt hier hin. Und dann können wir die Nacht wegmachen. Meine Vorstellung ist eigentlich die, dass ich eine Werkbank brauche. Die Vorstellung ist so, dass ich hier eine Treppe lang mache. Die Treppe geht dann hier hoch. Und da geht es dann ins Haus rein. Ich fange erstmal an irgendwie. Ich fange erstmal mit der Treppe an. Die soll hier anfangen ungefähr. Also dreistufig. Ich wollte, dass das direkt hier oben so ist. Und da unten gar nichts. Das geht aber anscheinend nicht. Das würde höchstens so hier gehen. Dann soll das hier oben so ab eine Kurve gehen und noch höher. Okay, perfekt. Hab schon so eine kleine Vorstellung. Mal gucken, ob das wirklich klappt. Bauen wir jetzt erstmal weiter. Ich brauche da eine neue Axt. Ich habe aber auch keine Steine dabei. Wisst ihr, mir ist gerade was eingefallen. Dass mein Shader Pack nicht aktiviert war. Wie ihr seht, ist das jetzt an. Willst du bei mir beim Bauen helfen oder was stehst du hier rum? Okay. Genau, jetzt mache ich noch eins hoch, weil das soll auf einem stabilen Boden sein, damit man da auch besser was draufsetzen kann. So, und dann machen wir nämlich ab hier weiter. Ich mache das hier dann noch einen Block weiter und dann kann ich hier wie so eine Terrasse dran bauen, genau. Okay, jetzt erstmal hier weg. Jetzt muss ich erstmal meine Höhle finden. Ach, da wo es leuchtet. Sehr schön, cool. Sehr nett. Ich mache hier mal eine Fackel dran, damit ich... Krasse Fackel, Alter. Einfach so Licht, ey. Okay, jetzt haben wir Eisen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich mal das Fleisch mal, ne? Das auch... Es sind zwar nur zwei Stück, aber immerhin was. Dann kann ich eigentlich das hier erstmal da reinpacken. Das brauche ich auch nicht. Die Erde behalte ich mal. Ja, dann lege ich mich erstmal ins Bett. Und die Körner kann ich dann auch erstmal da reinpacken. Ich müsste mal Sand sammeln für die Fenster. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das werden wir jetzt erstmal als nächstes angehen. Oder wie lange haben wir jetzt schon? Oh, ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf. So, wenn ich denn das Projekt weitermache. Die erste Folge war jetzt bestimmt nicht so interessant. Bestimmt viel langweiliger dabei. Es ist halt ein neuer Beginn. Mal gucken, was wir noch machen können. Ich möchte auf jeden Fall Projekte von der Community wahrscheinlich umsetzen. Je nachdem, wie lange ich spiele. Es kommt halt drauf an, wie es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, werde ich das Projekt auch natürlich nicht weiterführen. Weil es bringt ja nichts, das für die Cuts zu machen. Da kann ich auch für mich privat weiterspielen. Und muss nicht unbedingt Videos hochladen. Was mache ich jetzt mit den Eisen? Für die Beine was machen, damit ich mehr Rüstung... Nee. Ich baue mir lieber Werkzeug. Und zwar baue ich mir eine bessere Axt. Für Bäume dann abbauen. Die nehme ich jetzt nicht, wenn ich da was abbauen muss jetzt hier. Wenn ich jetzt was hier abbauen muss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. Dies sind, verabschiede mich und bin damit raus.